Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich möchte mich an dieser Stelle einmal ganz, ganz tüchtig bei euch bedanken, denn wir haben insgesamt jetzt über 1500 Abonnenten erreicht und ich freue mich riesig. Das bedeutet mir so viel und ja, da wollte ich einfach an dieser Stelle einmal Danke sagen und dass ihr alle da seid. Da freue ich mich riesig. Ja, einmal zum heutigen Video. Das Video wird einmal ein komplettes Fullface werden auf Eveline Cosmetics. Ich weiß nicht, ob ihr Eveline Cosmetics kennt. Ich habe es vorher schon gehört, viel darüber gesehen, aber selber noch gar nichts davon getestet. Ihr bekommt Eveline Cosmetics bei Cosmetic for Less. Das ist ein Online-Shop. Dieses Video ist auch in Zusammenarbeit mit Cosmetic for Less entstanden. Da möchte ich mich auch einmal ganz, ganz herzlich bei der Marke oder bei der Firma bedanken, dass sie mir das ermöglichen, dass ich einmal die Produkte für euch alle testen konnte. Ich durfte mir ein paar Sachen aussuchen und ich habe hier jetzt einen etwas größeren Karton liegen. Einmal so sieht er aus. Der liegt schon ein bisschen länger bei mir. Ich glaube jetzt etwas über eine Woche und ich schaffe es jetzt erst, dieses Video für euch zu drehen. Ich habe noch nicht reingeschaut. Es ist alles so wunderschön verpackt und das wollte ich euch gerne einmal zeigen und es nicht vorwegnehmen. Denn, wie gesagt, Cosmetic for Less ist ein Online-Shop. Dort bekommt ihr ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Ihr bekommt vieles über Pflege, Make-up, Lippen. Ihr bekommt dort falsche Wimpern. Ich habe mir das hier gerade mal aufgerufen. Also, falsche Wimpern, Augen, Gesicht, Pflege, Lippen, Nägel, Kosmetikpinsel und Tools, Haare, bestimmte Marken wie Nabla zum Beispiel ist dort vertreten. Root Cosmetics habe ich jetzt auch schon ganz, ganz viel von gehört, das könnt ihr dort bekommen. Und ja, Geschenke, Angebote natürlich, das alles gibt es bei Cosmetic for Less. Ich hoffe, dass ich jetzt bis heute, also Mittwoch, noch den Rabattcode für euch bekomme. Ich habe dort schon mal angeschrieben und ich hoffe, dass ich den noch rechtzeitig kriege für euch, damit sich das Ganze auch für euch lohnt, falls ihr etwas nachschuppen möchtet. Wie gesagt, ich durfte mir ein paar Produkte aussuchen und ich muss wirklich sagen, das war gar nicht so einfach. Denn ich hätte niemals gedacht, dass Eveline Cosmetics so unfassbar viele Produkte hat. Also ich war wirklich geschockt, geflasht, nennt es wie ihr wollt. Also es war echt nicht einfach. Ich glaube, ich habe mehrere Abende wirklich alles durchgeguckt, um jetzt einmal für mich und für euch die perfekten Sachen rausgesucht, einfach die zu mir passen und die ich euch dann einmal vorstellen möchte, kann. Denn ich denke, viele von euch kennen die Marke Eveline Cosmetics vielleicht auch nur hier durch YouTube. Und sonst eigentlich vielleicht auch gar nicht. Und ja, ich möchte sie euch gerne heute vorstellen. Und ich würde sagen, genug mit dem Geschnatter. Und wir packen einmal dieses wunderschöne Paket aus. So ist es einmal bei mir angekommen. Einmal mit so einem Seidenpapier geschützt quasi. Und wenn ich das Papier herunternehme, seht ihr, dass auch nochmal hier alles sehr gut geschützt ist. Und wenn ich das Ganze befreie, dann seht ihr, wie wundervoll die Produkte alle verpackt sind. Da steckt echt Liebe drin, muss man ganz klar sagen. Da gibt sich jemand wirklich viel Mühe, dass die Produkte einfach so schön und heile bei euch ankommen. Ich finde es super, solche Sachen dann zu Hause zu haben. Einfach, wenn man wieder irgendwas hat zum Verschicken oder so, dann hat man immer was da, was man benutzen kann, um die Produkte dann halt zu schützen. So. Und dann, wie gesagt, haben wir hier einmal die ganzen Produkte. Ich werde das jetzt einmal alles auspacken, hereinschauen und dann werde ich euch das Ganze einmal zeigen. So, also die Produkte habe ich jetzt alle ausgepackt und ich bin echt total neugierig auf die Sachen und bin so gespannt und ich möchte damit jetzt auch unbedingt starten. Also, ihr seht wahrscheinlich, ich habe schon ein kleines bisschen Farbe wieder am Gesicht bekommen. Gestern war Samstag und da haben wir mal so den Tag im Garten genutzt. Und von daher hoffe ich sehr, dass die Foundation passen wird.
Und ich habe meine Tagespflege schon drauf. Also ich habe mein Gesicht schön eingecremt, mit Feuchtigkeit versorgt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit dem Primer. Es gab nicht allzu viele Primer von Everline Cosmetics, aber ich habe hier ein Make-up Primer und Beauty Serum gefunden. Das ist so ein 2-in-1 Produkt. Hier steht natürlich alles entweder in Polnisch drauf, denn Everline Cosmetics ist eine polnische Marke. Dort gibt es das anscheinend schon ewig. Also das ist wie so eine, ja, wie so Rival de Loup oder so bei uns. Also das ist auch wirklich eine günstige Marke. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Also die Produkte sind vegan. Auf jeden Fall steht es hier mit drauf, ne? Vegan und halt wirklich für den Geldbeutel auf jeden Fall bezahlbar. Und ich finde auch die Verpackung sehr, sehr hübsch. Also da seht ihr das Ganze. Da wurde sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Finde ich sehr, sehr schön. Das ist, wie gesagt, das sind die Unicorn Magic Drops. Man kann sich das entweder morgens und abends tröpfchenweise aufgeben und im Gesicht einmassieren oder halt eben als Primer unter der Foundation. Und das machen wir jetzt heute. Das Ganze kommt in einem Glasfläschchen, was ich sehr, sehr gut finde. Und ihr habt hier oben dann halt einmal so eine Pipette, womit sich das Produkt leicht dosieren lässt. Und ich würde sagen, wir tragen uns den jetzt einfach mal auf. Der ist pink. Und? Oh, der riecht aber sehr, sehr, sehr blumig, rosig, würde ich sagen. Aber mir gefällt es. Es ist ein Duft, der mich an irgendwas von früher erinnert, aber ich kann nicht sagen, was. Aber ihr seht, hier ist einmal so richtig schön rosig. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mir den jetzt so auf den Finger... Ich probiere es jetzt einfach mal. Gebe mir jetzt einfach mal 3 Tropfen auf. Ein auf die Stirn und ein auf die Wange jeweils. Und ja, dann schauen wir mal, wie der sich so einarbeiten lässt. Ich mache das jetzt einfach mal mit den Fingern. Also der Duft gefällt mir persönlich sehr gut. Aber im Gesicht verfliegt der auch schnell. Da braucht man keine Angst haben, dass es jetzt lange riecht. Und es ist auch sehr dezent im Gesicht. Also. Der lässt sich gut verteilen, gut einarbeiten. Und ich sehe schon, der gibt so einen richtig schönen Glow. Der ist so ein kleines bisschen babsig auf der Haut, was ich aber persönlich ganz gut finde, denn dadurch haftet die Foundation vielleicht ein kleines bisschen besser. Ja, solides Produkt, denke ich mal. Also bis jetzt nichts zu meckern. Ich werde euch die Preise von den Produkten auch sehr gerne einmal hier unten mit einblenden, damit ihr auch gleich wisst, was das Ganze so kostet. Und ich sage euch gleich, es ist nicht viel. Machen wir einmal weiter mit der Foundation. Ich bin so, so gespannt. Also es wird auf jeden Fall ein längeres Video, Leute. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Und zwar geht es einmal um die Everline Cosmetics Wonder Match Mascara. Bei den Mascaras war es echt sehr, sehr schwer für mich, die richtige rauszusuchen und vor allem eine mit dem richtigen Farbton. Ich bin so gespannt. Ich habe hier jetzt die Farbe 30 Cool Beige gewählt. Die gibt es noch eine Nummer dunkler in der 40 und die hatte ich zuerst im Einkaufswagen, aber dann habe ich gedacht, nee, lieber doch eine heller. Die dunkelste, weiß ich nicht, habe ich mich jetzt nicht reingetraut. Auf jeden Fall ist sie ölfrei, was ich für meine ölige Haut bevorzuge natürlich. Sie hat einen Second Skin Effekt, also es soll wie eine zweite Haut aussehen und ein 24-stündiges Satin Finish hinterlassen. Es ist Hyaluronic Acid mit drinne, Thermalwasser und ja, ich bin so gespannt. Ich bin so, so gespannt, liebe Leute. Also die Verpackung ist erstmal wunderschön, oder? Mit diesem kleinen, ja, wie so eine kleine Schleife sieht es da oben aus. Gefällt mir sehr gut. Und was mir auch sehr gut gefällt, erstmal ist es wieder Glas.
Finde ich super. Und ihr habt hier oben einen Pumpspender. Finde ich auch toll zum Dosieren. Und ich werde mir das jetzt einmal auf dem Handrücken aufgeben. Und ich glaube, Leute, ich habe echt, also auf dem Farb, also auf, da sieht das jetzt ganz gut aus. Und ihr seht auch, es verläuft ein kleines bisschen. Also es ist jetzt nicht so eine dicke Paste. Und ich werde mir das jetzt, glaube ich, erstmal grob mit den Fingern im Gesicht verteilen. Ich habe jetzt auch erstmal nur einen Pumpuck genommen. Boah, ich hoffe so sehr, dass der Farbton passt, Leute. Ich habe Angst. Ich könnte jetzt gerade ein kleinen Ticken zu dunkel dafür sein. Wir schauen mal. Ich verblende es mir jetzt erstmal grob mit dem Pinsel und dann arbeite ich mir das mit dem Beauty Blender ein. Okay, also der Farbton ist ein kleines bisschen hell und ich sehe auch schon direkt, ein Pumphub reicht nicht. Ich brauche ein kleines bisschen mehr. Ich nehme einfach nochmal was hinterher. Aber ich finde, die lässt sich sehr schön auftragen. Wie gesagt, erstmal grob einmal überall verteilen. Ja, sie nimmt mir gerade ein kleines bisschen Farbe, ne? Also ich glaube, in der Kamera wirkt es gerade noch heavy, heftiger als im echten Leben, aber ja doch, sie macht, ich hätte es doch echt in der 40 nehmen sollen. Ha, gut. Aber ich glaube, die meiste Zeit im Jahr sind wir doch eher heller, ne? Also wenn ihr eher ein bräunlicher Typ seid, ein bisschen Sommer vorgebräunt, dann nehmt die 40. Jetzt arbeite ich mir das Ganze nochmal mit dem Beauty-Schwämmchen ein. Aber ich habe echt überhaupt nicht das Gefühl, dass ich was drauf habe. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Sie deckt auch mittelmäßig ab, würde ich sagen. Also sie hat eine mittlere Deckkraft. Und auch mit diesem Primer darunter finde ich das ganz schön, weil dadurch erscheint sie halt nicht matt, sondern einfach noch so ein bisschen shiny, ja, wie so eine zweite Haut eben. Ich muss mir das einmal von nahem anschauen. Und ich kann euch gleich sagen, wow. Die setzt sich, also die betont überhaupt nicht meine Poren. Da habe ich ja immer sehr, sehr stark das Problem, dass ganz oft Foundations sich in die Poren reinsetzen. Und dann sieht man das. Und das ist so unschön. Und hier sieht man jetzt wirklich überhaupt null, dass ich eine Foundation drauf habe. Klasse. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ich habe jetzt noch so ein paar vereinzelte Pickelchen im Gesicht. Dafür habe ich mir jetzt noch mal ein kleines bisschen nachgenommen, denn ich habe keinen Concealer. Ich bin ja auch echt nicht so der Concealer-Typ, ne? Das wisst ihr, glaube ich. Ich nehme mir hier mal eben dafür so einen kleinen Concealer-Pinsel und werde jetzt einfach so ein bisschen punktuell arbeiten, wo ich einfach so ein paar Pickelchen habe. Da setze ich mir jetzt einfach nochmal so ein bisschen von der Foundation hin. Das sind gerade im Moment ein paar mehr. Keine Ahnung, was da los ist. Aber meine Stirn ist völlig in Ordnung, so gefällt mir gut. Und das arbeite ich jetzt auch nochmal eben mit dem Schwämmchen wieder ein. Aber ich denke, ihr könnt, also es lässt sich auf jeden Fall ein kleines bisschen schichten. Wenn man so ein paar Sachen noch extra abgedeckt haben möchte, funktioniert das auf jeden Fall. Wow. Okay, also Foundation. Definitiv einen Daumen nach oben. Finde ich klasse. Ob es jetzt an dem Primer da drunter liegt, ich habe keine Ahnung. Aber die gefällt mir richtig, richtig gut. Der Farbton, wie gesagt, hätte eine Nummer dunkler sein können. Aber ich dachte mir, die dunkelste Farbe bin ich doch nun wirklich nicht. War ich noch nie. Aber ja, da ist halt eben diese Farbauswahl so ein bisschen schwierig gewesen. Und ja, ansonsten gefällt die mir richtig, richtig gut. Machen wir weiter mit dem Puder.
Ich habe mir auch ein loses Puder rausgesucht und zwar das Loose Powder Reis, ein Fixing und Mattifying Effekt Puder. Das ist dieses. Das gab es noch in einer zweiten Variante. Ich glaube Bambus, bin mir nicht sicher. Aber das war jetzt eher für ölige Haut gedacht. Deswegen habe ich mir das ausgesucht. Und das Ganze ist halt eben ein transparentes Puder. Genau. Perfekt mattierend und fixierend. All day long. Transparent. Radiant and healthy look to the skin. Ideal für alle Hauttypen. Also, es ist radiant. Das sagt mir auf jeden Fall zu. Ihr habt hier einen kleinen Puschel drin. Finde ich super. Und dann ist das Ganze natürlich auch nochmal geschützt mit einem Kleber, damit... wenn man das abzieht, ist das auch mal grauenvoll. Dann seht ihr so aus. Wow, da kommt immer alles rausgeschossen. Warum? Das nehme ich mir jetzt mal eben schnell hier mit einem Pinsel ab. So. Okay, also, da ist das Produkt drin, sehr, sehr weiß. Ich werde es mir jetzt aber nicht mit dem Puschel auftragen, denn ich denke, dass es doch vielleicht einen kleinen Weißschleier dann hinterlässt. Ich nehme mir lieber einfach hier meinen Puderpinsel und dann werde ich mir das einfach hier ein bisschen was aufnehmen und klopfe mir das so in den Pinsel ein. Ich weiß nicht, ob ihr den Trick kennt. Wenn ihr das nämlich so in den Pinsel reinklopft, auch ein bisschen auf dem Tisch, dann geht ein bisschen das Puder in den Pinsel rein, in die Haare hinein. Und es gibt nicht gleich auf einmal alles ab. Ne? Also es könnt ihr dann halt besser dosieren. Und ich gebe es mir jetzt einfach überall einmal drüber. Und ich finde es super. Also... es hat jetzt keinen Weißschleier hinterlassen. Ich tupfe es mir so mehr auf. Es hat auf jeden Fall alles schön mattiert. Und es sieht nicht trocken aus auf der Haut. Also das finde ich auch super. Oftmals hat man ja das Puder die Haut austrocknen. Aber das habe ich hier jetzt überhaupt nicht. Also was ich... toll finde, dass die Produkte von Nahem auch so gut performen. Das ist immer wichtig. Finde ich super. Meine Poren sind fast wie weggezaubert. Wow. Klasse. Also da kann ich mir auch echt gut vorstellen, dass es dann mit diesem Schwämmchen hier gezielt nur die bestimmten Stellen vielleicht abpudert oder so, dass das sehr, sehr blurring ist. Also das Reis Powder, Wonder Match, ist ja auch wie die Foundation. Das passt sehr, sehr gut zusammen. Also bis jetzt bin ich durchaus begeistert von den Produkten. Also 3 Sachen ausgetestet und 3-mal überzeugt. Was will man mehr? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Tint fertig. Die Base, weil ich fühle mich so blass. Jetzt muss da unbedingt ein bisschen Farbe ins Gesicht. Und da habe ich mir einen Bronzer ausgesucht. Und zwar den Glow and Go. Das ist ein Bronzing Powder in der Farbe 01 Go Hawaii. Und ich habe die hellere Variante gewählt, weil mir die zweite sehr, sehr rotstichig aussah. Und das mag ich nicht so gerne. Das ist halt eben eine Geschmackssache. Und ich werde mir jetzt einfach hier mal so einen richtig schönen, großen, fluffigen Pinsel nehmen und, oh, der staubt aber sehr, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, kommt auf jeden Fall ordentlich Produkt ab und jetzt werde ich mir auf jeden Fall mal ein bisschen Farbe wieder geben in meinem Gesicht und der Farbton passt perfekt, wow, super. Also ich denke, man kann das ganz gut erkennen. Einmal mit Bronzer und einmal ohne. Also, wow. Eine tolle Farbe
Und da habe ich mich auch für die richtige entschieden. Die andere, die wäre zu rot gewesen. Das ist nicht so meins. Und ich finde es halt auch schön, wenn man dann die Produkte auch das ganze Jahr über benutzen kann und nicht nur im Sommer. Darum mit der Foundation wird es jetzt, also das sieht jetzt auch gar nicht mehr ganz so schlimm aus, finde ich. Ne? Wenn man lieber eine etwas hellere Foundation nehmen, als dass sie gleich zu dunkel ist, da kann man immer ganz gut mit Bronzer oder halt auch so mit Bräunungsdrops so ein bisschen was ausgleichen. Und ich werde mir jetzt einfach so ein bisschen mehr auftragen, damit ihr das einfach in der Kamera auch sehen könnt, weil ich finde, die schluckt immer sehr viel. Und ja, wenn man den auch vernünftig, also wenn man damit vernünftig umgeht und nicht so wie ich erstmal da drin herumreibt, dann staubt er auch nicht. Also wenn ihr da einfach so ein bisschen vorsichtig rein düpst, dann klappt das auf jeden Fall besser mit der Dosierung. Und was soll ich sagen? Wunderschöner Bronzer. Gefällt mir richtig gut. Klasse. Überhaupt nicht fleckig. Hat sich gut auftragen lassen. Sehr schön. Tja. Bis jetzt nichts zu meckern. Jetzt kommt der Blush, liebe Leute, jetzt kommt der Blush. Der sah im Internet so schön aus und ich bin gerade so ein bisschen geschockt von dieser Farbe. Und zwar ist das hier, ihr seht's wahrscheinlich, es ist sehr pinky. Ich bin ja nicht so der Pink-Blush-Typ. Passt auch irgendwie so gar nicht zu meinem Oberteil heute, aber egal. Ich sehe aber, der hat halt so Schimmerpigmente drin. Ich werde da jetzt mal einmal so reingehen und den mal einmal swatchen. Der wirkt aber sehr hell. Und wisst ihr, an was der mich erinnert? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So ein bisschen. Der, also ich habe ihn zwar nicht zu Hause, aber vom Optischen her, das, was ich jetzt so gesehen habe, erinnert er mich so ein bisschen an den Luminoso Blush von Milani. Vielleicht irre ich mich, aber ich finde, geswatcht, der hat halt so ein, oh, das kann man leider nicht sehen. Der hat so ein Shift. Da ist so Gold mit drinne, Rosé, also der changiert so ein bisschen. Okay, tragen wir uns den mal auf. Dafür werde ich mal am besten so einen Stippling Brush wählen. Und ich gehe da mal so ein bisschen rein. Und der gibt ordentlich Produkt ab. Ich glaube, aber der krümelt nicht so sehr. Ich trage mir den mal eben so ein kleines bisschen hier auf. Und ich mache mir den halt eben mit dem Stippling Brush, mache ich gerne so ein bisschen mehr tupfende Bewegung. Aber ich glaube, in der Kamera kann man das sehen. Ich verblende mir das so ein bisschen mit dem... Oh wow, seht ihr das? Er ist doch ganz schön. Oh meine Güte. Oh wow. Da kann man das doch sehen, oder? Dieser Schimmer da drin, klasse. Einfach wunderschön. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man mit dem Bronzer und mit dem Blush einen tollen Augenlook hinbekommt. Der gefällt mir doch. Wow, also der ist überhaupt null pinky auf den Wangen. Das seht ihr. Der ist mehr so leicht rosa, also ist so ein schöner Farbton, richtig schön frisch und dieser Schimmer da drin. Wow, klasse. Gefällt mir richtig gut. Ah, irgendwie nichts zu meckern. Okay, was folgt nach Bronzer und Blush? Natürlich der Highlighter. Eigentlich bräuchten wir jetzt gar keinen mehr, aber wir wollen ja heute austesten. Und beim Highlighter fand ich es auch sehr schwierig. Ich habe mir einige Videos von meinen Kollegen angeguckt, denn die haben auch schon viel von Eveline Cosmetics gezeigt und getestet. Und da habe ich mich dann für den Feel the Glow Diamond Highlighter entschieden. Der hat halt so einen goldigen Shift, was für mich natürlich
am schönsten ist. Ich mag es am liebsten, wenn es halt so Champagner hellgold ist. Das ist mehr so mein Farbton und ich glaube, ich habe mich da auch richtig entschieden. Wow. Könnt ihr das sehen? Oh meine Güte. Also ich habe es schon gesehen. Die Highlighter von Eveline Cosmetics, die haben echt Wumms. Also ihr braucht da wirklich nur ganz, ganz wenig. Ich glaube, ich werde auch einen Fanbrush dafür nehmen. Denn ich will ja nicht over-highlighted sein. Ne? Ich mag es ja eher ein bisschen dezenter. So, dann wollen wir mal schauen. Und mit dem Fanbrush lässt sich das auf jeden Fall gut dosieren. Und ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das passt jetzt gerade irgendwie total mit dem Blush zusammen. Also das macht sich vom Farbton her irgendwie gleich. Oh, seht ihr das? Ja! Oh wow, ein so, so schöner Highlighter. Heftig. Und ich bin jetzt nur mit dem reingegangen. Also Leute, ganz, ganz vorsichtig dosieren. Und der hat auch, glaube ich, wie ich sehe, keine Glitzerpartikel. Das ist wirklich nur nass, nur Schimmer. Ich werde mir das Ganze so ein bisschen noch schön mit dem Bronzer hier und mit dem Blush verteilen. Ich leuchte gerade wie so eine Disco-Kugel. Seht ihr das? Hammer. Heftig. Meine ganze Wange ist gold. Also, ja, ich wollte es euch jetzt einfach zeigen. Für mich ist das beides natürlich definitiv zu viel. Dann entweder Blush oder Highlighter. Also mit diesem Schimmer. Aber beides ist mir doch ein bisschen zu heavy. Aber an sich trotzdem sehr, sehr schöne Highlighter. Wow. Machen wir mit dem Herzstück weiter. Dieser Linie. Die Lidschattenpalette. Oh, ich fand die so wunderschön. Es gibt anscheinend bei Eveline Cosmetics einen Dupe zur Naked Cherry von Urban Decay. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich habe mich aber für die Charming Mocha Palette entschieden, weil ich bin einfach ein brauner Lidschattentyp. Also ich mag es eher alltagstauglich, das wisst ihr. Ich bin jetzt echt nicht so der ausgefallene Typ, aber deswegen seid ihr ja auch bei mir. Also ihr mögt ja anscheinend das, was ich mache. Ja. Und nicht jeder steht auf ausgefallen und wenn ja, dann gibt es halt eben genug Videos hier auf YouTube, die das machen. Ich stehe mehr auf alltagstauglich und Erdtöne natürlich. Und von daher habe ich mich für diese Lidschattenpalette entschieden. Und ihr habt hier auch nochmal einmal so einen Sicherungsschutz drauf. Den ziehe ich mal einmal ab. Dann habt ihr auch einen Spiegel in der Palette. Finde ich auch klasse. Und das sind einmal die Farben. Wow. Und da ist auch wirklich alles Mögliche mit dabei. Von einfach ganz hellen Grundfarbtönen, ich hoffe, ihr könnt es sehen, bis hin zu ein bisschen ausgefallene Schimmertöne und auch schöne dunkle Töne zum Ausrauchen. Also auf jeden Fall alles Mögliche dabei. Dann haben wir hier auch nochmal einen Spiegel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, vom optischen Aufbau, ne, erinnert die mich auch klar an die Urban Decay Palette. Dann habe ich hier auch so einen Spiegel wie bei Urban Decay. Den werde ich, glaube ich, auch mal mit benutzen. Den wollen wir ja auch austesten. Ich werde mir jetzt aber auf jeden Fall einen Primer aufgeben. Denn ohne Primer bei mir kein Lidschatten. So, Primer habe ich mir aufgegeben. Aber ich muss euch nochmal zeigen, diese Base, ne, die ist einfach der Wahnsinn. Ich habe so eine schöne, ausgeglichene Haut. Gefällt mir so, so gut. Ich bin richtig happy mit den Hautprodukten. So, ich habe euch gerade mal Swatches eingeblendet von der Palette. So, und dann werde ich jetzt einfach mal loslegen. Ich nehme jetzt erstmal hier so den hellen Ton Latte. Den werde ich mir jetzt erstmal aufs komplette Lid auftragen. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein schöner, leichter
Hautfarbe Ton. Aber ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, die sind ein bisschen krümelig, dass die runterrieseln werden. Ich hole euch nochmal ein Stückchen dichter ran. So, ich hoffe, da könnt ihr ganz gut sehen. Also die scheinen ein bisschen krümelig zu sein. Wie gesagt, es kann gut sein, dass die dann ein bisschen runterrieseln. Da macht es natürlich Sinn, sich vorher die Augen zu schminken, bevor man die Base macht. Aber die Farbe sieht man auf jeden Fall schon. Finde ich gut. Dann gehe ich jetzt ein bisschen dunkler und zwar gehe ich mal in die Farbe Mocha. Ich nehme den gleichen Pinsel wieder. Und den werde ich mir dann jetzt einfach mal so in die Lidfalte geben. Wow! Diese Pigmentierung, Wahnsinn! Und dieser Pinsel ist so schön weich, der dabei ist. Klasse. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal mit einem anderen sauberen Pinsel verblenden. Denn die ist echt heftig pigmentiert. Also ich habe jetzt abgeklopft, aber trotzdem habt ihr ja gesehen, was da aufs Auge raufgekommen ist. Aber wie ihr seht, ihr habt echt ordentlich Kickback im Pfännchen. Ist nicht für jeden was, ne? Also es mag nicht jeder. Aber alleine schon zwei Farbtöne und eigentlich wäre der Augenlook schon fast fertig, ne? Das finde ich immer schön, wenn das so easy ist. Klasse. Es verblendet sich quasi von alleine. Und es wird nicht fleckig. Und die Farbe blendet sich nicht weg. Das hat man ja auch oft. Da bin ich ja gleich mal bei den etwas dunkleren Tönen gespannt. Weil oftmals hat man das eben, wie gesagt, dass sich die, wenn man die aufgetragen hat und verblendet, dass sie sich dann wegblenden lassen. Und das ist dann immer nicht ganz so toll. So, jetzt werde ich mal in einen dunkleren Ton gehen. Und zwar nämlich die Farbe Espresso. Das ist so ein schöner rotbraun Ton. Und den werde ich mir jetzt mal hier schön außen aufgeben. Der lässt sich auf jeden Fall schön drauf packen aufs Lid quasi. Und der ist halt auch gar nicht fleckig. Mega. Und da ist jetzt aber auch nichts runtergerieselt. Aber ich passe auch immer so ein bisschen auf, wenn ich mir Lidschatten auftrage. Wie gesagt, ich bin halt nicht so jemand, der denn da gleich immer so viel aufträgt. Und ich baue mir das Ganze dann lieber so ein bisschen auf. Jetzt werde ich das Ganze hier außen auch nochmal so ein bisschen verblenden. Und der lässt sich nicht wegblenden. Klasse. Das ist genau das, was ich meinte. Also die Farbe bleibt, aber lässt sich schön ausrauchen. Wow, wow. Ich werde jetzt noch einen richtig, richtig schönen Schimmerton nehmen. Und zwar werde ich die Farbe Macchiato nehmen. Dafür werde ich auch meinen Finger nehmen. Ich werde euch den einmal zeigen. Oh, der ist so schön. Seht ihr das? Klasse, oder? Ein richtig, richtig schöner Ton. Und den werde ich mir jetzt auf das Lid setzen, einmal direkt in die Mitte. Oh, ist der schön. Wow. Und die Lidschattenpalette war nicht teuer. Wie gesagt, ich blende euch das hier ein. Ihr werdet wahrscheinlich überrascht sein, wie günstig das alles ist. Also heftig. Ich habe jetzt wirklich für nicht mal 70 Euro hier so ein komplettes Fullface gemacht für euch, also mit den Produkten, ne? Das Einzige, was ich nicht habe, ist, wie gesagt, ein Concealer und kein Augenbrauenstift. Den habe ich auch nicht benutzt, also bestellt. Können wir bitte mal über diese tolle Lidschattenpalette sprechen? Wahnsinn. Ich werde mir jetzt außen noch die Farbe Flat White aufgeben. Der ist so sehr, sehr hell mit ein ganz kleines bisschen Schimmer drin. Und den blende ich mir dann so ein bisschen in die Farbe mit hinein. Seht ihr das? Das
öffnet das Ganze nochmal. Das gibt ihm so das gewisse Etwas. Das finde ich auch schön. Der ist sehr, sehr krümelig. Der lässt sich ein bisschen schwieriger auftragen, aber mit ein bisschen Vorsicht klappt auch das sehr gut. Bei dem kann ich mir jetzt vorstellen, wenn ich da jetzt mit dem Pinsel drüber gehe, der ist weg. Das versuche ich auch gar nicht erst, weil das weiß ich. Das merkt man schon ganz oft so an der Konsistenz. Schaut mal bitte. Ich bin hin und weg. Ich bin total geflasht von dieser Palette. Mega. Mega, mega, mega. Wunderschön. Da seht ihr meine Pinsel alle liegen. Ja, ganz, ganz toll. Charming Mocker. Wahnsinn. Machen wir weiter mit Mascara. Mascara fand ich auch total schwer. Aber ich habe mich im Endeffekt für die Volumix Fiberlast Mascara entschieden. Und zwar sieht die so aus. Die hat, also die gibt Ultra Länge und Schwung. Da habe ich gedacht, gut, beides das, was ich gerne mag. Und ja, an sich jetzt Packaging ist völlig in Ordnung, finde ich. Also es ist halt eine Mascara. Schauen wir mal rein. Die riecht so ein kleines bisschen nach... Oh, die hat einen ganz, ganz mini, mini, heftig dezenten Duft, aber eher nach Pflege, finde ich. Also die riecht jetzt nicht chemisch künstlich oder so. Die hat ein tolles Bürstchen. Das erinnert mich sehr an meine... Moment. So. Diese hier. Diese hier. Das ist meine Too Faced Better Than Sex Mascara. Und das ist halt eben hier die Eveline. Die hat hier ein bisschen mehr Bürstchen einfach drin. Ich bin gespannt. Ich bin richtig, richtig gespannt und werde mir die jetzt mal auftragen und werde euch einfach so Schicht für Schicht einmal das Ergebnis zeigen. Ich werde mir einen zwei Schichten auftragen. Und ja, hier seht ihr einmal ohne Mascara. Hier seht ihr einmal die erste Schicht. Finde ich sehr, sehr natürlich. Aber sie hat auf jeden Fall schon einen Schwung gegeben. Länge, kleines bisschen würde ich sagen, nicht wirklich viel. Also ich muss sagen, die zweite Schicht, die holt schon deutlich mehr raus. Jetzt seht ihr auf jeden Fall Länge und Schwung. Das ist halt eher natürlich. Da sieht man schon deutlich einen Unterschied. So, und hier habe ich jetzt nochmal eine dritte Schicht aufgetragen. Hier sind zwei Schichten und mit drei Schichten muss ich sagen, wirklich gefällt sie mir richtig, richtig gut. Und das ging jetzt auch wirklich leicht. Die sind überhaupt nicht verklebt, die Wimpern. Also das hat sich wirklich sehr gut auftragen lassen. Jetzt bin ich halt wirklich nur noch gespannt, ob sie abstempelt. Weil ich hasse es ja, wenn Mascaras abstempeln. Es gibt nichts Schlimmeres für mich. Ich habe das immer hier oben, ne, dass sie sich da oben verewigen. Und ja, ich werde mir jetzt auf jeden Fall nochmal eben die Wimpern komplett fertig tuschen und dann sehen wir uns nochmal wieder. So, hier könnt ihr jetzt noch einmal das fertige Augen-Make-up von nahem betrachten. Ich habe mir meine Augenbrauen auch noch schnell mit meinem Puder aufgefüllt und ich muss sagen, der Augenlook gefällt mir richtig, richtig gut. Die Mascara macht einen sehr soliden Job, muss ich sagen. Also im ersten Auftrag ist sie doch eher natürlich und zurückhaltend. Und ich finde, mit drei Schichten, da verspricht sie auf jeden Fall das, was draufsteht. Länge und Schwung. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und ja, jetzt gehen wir noch einmal zu den Lippen über. Und bei den Lippen habe ich mich für zwei Produkte entschieden, weil ich konnte mich einfach nicht entscheiden bei den beiden Produkten, was ich da nehme. Und zwar habe ich mich einmal hier für Oh My Velvet Lips entschieden. Das ist einmal ein Matte Lip Kit, Silky Matte Liquid Lipstick und Contour Lip Liner in der Farbe Chocolate Scent. Und dann habe ich mich noch für einen Diamond Glow Lip Luminizer entschieden, weil, haltet euch fest, der soll nach Schokobons riechen. Ich weiß nicht, ob er auch danach schmeckt, aber das werden wir auf jeden Fall austesten. Ich werde mir jetzt als allererstes den auftragen und danach den matten, würde ich sagen.
Weil wir sind ja eh schon total glänzend und glowy. Das heißt, ich möchte nicht noch auf den Lippen glowy sein. Ich nehme mir mal eben meine Lippenpflege runter. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, das ist die Nummer 06 Schokobons. Das könnt ihr nochmal von Namen sehen. Der hat mir so gut gefallen. Ich konnte den einfach nicht dort im Shop lassen. Ich brauchte den. Und jetzt riechen wir erstmal dran. Oh mein Gott, der riecht nach Schokolade, nach Schokobons. Oh wow. Der erinnert mich an die von, seht ihr das? Der erinnert mich sehr an die Maybelline Liftergloss. Genau, da habe ich auch so einen braun. Oh, ich werde den jetzt mal auftragen. Der riecht wirklich unfassbar gut. Ist der schön oder ist der schön? Wow. Also dieses Füßchen, das erinnert mich sehr an die von L'Oreal. Ich liebe dieses Füßchen. Dieses Breite, das passt immer so perfekt auf die Lippe, finde ich. Kann man sich immer sehr gut mit auftragen. Hm. Ganz, ganz kleines bisschen süß im Geschmack. Aber der Duft ist unfassbar. Ich rieche nur noch Schokolade. Wow. Also, ein richtig, richtig schöner Gloss. Finde ich total schön. Ganz, ganz leichter, bräunlicher Ton. Ich muss jetzt auch wirklich sagen, also der Look passt zu meinem Oberteil. Oder was meint ihr? Ist doch eigentlich sehr, sehr stimmig geworden, oder? Finde ich super. Jetzt tragen wir uns nochmal das matte Lip Kit auf. Ach cool, hier habt ihr einmal einen Lip Liner drin. Die Farbe ist identisch zu meinem Oberteil, würde ich sagen. Und es ist cool, weil ihr habt da oben gleichzeitig nämlich einen Anspitzer mit dran. Das finde ich ja auch klasse. Der ist jetzt auch nochmal eingepackt. Ich versuche den mal hier zu öffnen. Der ist von oben bis unten eingeschweißt. Und die Folie, die geht aber auch wirklich sehr schwer, muss ich ja sagen. Da kriege ich ja schon wieder schlechte Laune, ne? Ich hasse sowas. So. Und die ganze Folie klebt an mir dran. Ich krieg's nicht ab. Ich bin hier. Seht ihr das? Ich krieg's nicht ab. Die klebt an mir. So, lasst mich los. Okay, gut, geschafft. So, wo ist der kleine Zender? Also einmal ein wunderschöner Rot-Braunton. Und der sieht einmal so aus. Auch sehr, sehr schön. Kann ich mir auch gut vorstellen, den Solo zu tragen auf der Lippe. Ich trage ja sehr gerne einfach nur Lip Liner ohne irgendein, also auf der kompletten Lippe. So, einmal der Lip Liner. Hat sich sehr schön auftragen lassen. Gefällt mir auch gut die Lippe. Die Farbe, die Lippe. Und dann kommt einmal der dazu. Der sieht hier sehr, sehr hell aus. Wir schauen mal. Praline Eclair heißt die Farbe übrigens. Oh, der riecht auch nach Schokolade. Oh, mein Gott. Lecker, 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 lecker. Swatch den euch auch nochmal daneben. Oh, ist die Farbe schön. Das ist das Set. Mhm. Klasse. Der ist mousig irgendwie. Eine richtig, richtig schöne Lippenfarbe. Und auch die Kombi ist schön, weil der Lip Liner etwas dunkler ist. Und dieser hier ist ein klein Ticken heller. Somit ist es mehr so ein, ja, so ein kleiner, schöner Verlauf, wie ich finde. Jetzt bin ich nur noch gespannt, ob der auch fest wird. Also der hat sich gut auftragen lassen. Wie gesagt, der war so leicht musig irgendwie auf den Lippen. Aber er wird schon fester. Ich liebe ja auch Liquid Lipsticks, weil die muss man einfach nicht nachzeichnen am Tag. Ne? Das ist halt voll mein Ding. Und ich liebe Glosse. Einfach so für den Alltag, für, wenn man mal eben schnell. Also das beides ist so völlig mein Favorit. Und ja, der wird auf jeden Fall jetzt schon fest. Wir machen auf jeden Fall gleich nochmal den Kusstest, ob der auch kussecht ist. Und ja, an dieser Stelle
Ich weiß nicht, ob ihr bis jetzt noch dran geblieben seid. Ich hoffe es. Also es ist wirklich ein langes Video. Es tut mir leid, aber vielleicht habt ihr ja auch einfach mal Bock auf ein langes Ausprobiere-Gequatsche-Video. Ich habe mich jedenfalls sehr auf die Produkte gefreut. Was ich mir noch aussuchen durfte am Ende dieser Bestellung, sind einmal Leni Lashes. Die bekommt ihr nämlich auch bei Cosmetic for Less. Ich habe mir die Nummer 143 ausgesucht. Also das sind schon, die sahen im Internet relativ natürlich aus, aber ich glaube, so natürlich sind die gar nicht. Hello. Und ja, die werden wir auf jeden Fall nochmal in einem anderen Video testen. Ich muss es auf jeden Fall, glaube ich, erst das erste Mal für mich alleine testen, weil ich habe noch nie künstliche Wimpern getragen und ich habe es noch nie mit Kleber oder so versucht. Ja, ihr Lieben, was sagt ihr zu dem fertigen Look? Also ich muss wirklich sagen, ich bin mega überrascht. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass mich jedes Produkt überzeugt, dass mir jedes Produkt gefällt. Also eigentlich auf Anhieb echt alles sehr, sehr schöne Produkte. Und ich finde auch jetzt im Nachhinein, dass die Foundation so ein kleines bisschen heller ist, fand ich jetzt auch, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Also ich konnte es mit dem Bronzer und so ganz gut ausgleichen. Wie gesagt, eine Nummer dunkler hätte es doch sein können, aber die meiste Zeit, sind wir mal ehrlich, sind wir doch eher hell, ne? Weil das ist jetzt einfach eher halt, der Sommer fängt an und man bekommt schön Farbe, aber die meiste Zeit im Jahr ist man doch eher hell und von daher wird die, glaube ich, ganz gut passen. Und ich werde euch auf jeden Fall alle Produkte, die ich heute benutzt habe, in der Infobox verlinken. Also, falls irgendwas von diesen Sachen jetzt dabei war, wo ihr sagt, wow, das würde ich gerne austesten, ausprobieren, dann könnt ihr sehr gerne bei mir in der Infobox eben schauen. Ich werde euch alles verlinken, braucht ihr nur den Link anklicken und schon seid ihr dort. Ich hoffe, ich bekomme noch einen Rabattcode für euch. Den werde ich dann auf jeden Fall nochmal mit in die Infobox schreiben. Also schaut da auf alle Fälle nach. Und ja. Ich bedanke mich nochmal an dieser Stelle an Cosmetic for Less für diese tolle Marke, dass ich es austesten konnte. Wow, also Eveline Cosmetics hat mich definitiv überzeugt und es lohnt sich, die Produkte auszutesten. Wirklich. Also wenn ihr mal schauen möchtet, nehmt euch etwas Zeit. Die haben unfassbar viel. Die haben ja auch noch Gesichtspflege, Körperpflege. Also so unfassbar viel. Ihr werdet, glaube ich, erschlagen von Produkten. Aber wenn ihr mal ein bisschen Zeit habt oder so, dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich da einmal durchzufuchsen, durchzuscrollen. Und ja, ich bedanke mich auch bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe sehr, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr mir und diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Das ist für mich immer nochmal ein Feedback, dass euch das gefallen hat, was ich hier für euch fabriziert habe. Und wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Das ist für euch kostenlos, ist für euch ein Klick. Und mir bedeutet es so, so viel. Und ich hoffe einfach, dass wir weiter wachsen. Und an dieser Stelle wollen wir nochmal den Kusstest machen. Fast. Also, er ist noch ein kleines bisschen babsig, ist nicht ganz kussfest geworden, aber finde ich jetzt nicht schlimm. Also ist okay. Wirklich sehr, sehr schwach. Vielleicht wird es noch ganz fest, aber ansonsten finde ich, ist es doch ein sehr, sehr stimmiger Look geworden. Ich verabschiede mich an dieser Stelle bei euch. Ich wünsche euch allen einen wunder, wunderschönen Tag. Genießt das tolle Wetter, passt gut auf euch auf, bleibt mir alle gesund und ich hoffe, ihr schaltet bei meinem nächsten Video wieder ein. Macht's gut, bis dann, eure Steffi. Bye, bye.